Michael und ich sind 2017 für ein halbes Jahr mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und die Idee bestand darin, wirklich zu Hause loszufahren und irgendwann in Goa anzukommen. Dementsprechend haben wir eine Radreise geplant nach Osten und sind von Deutschland über Europa in den Nahen Osten und weiter bis nach Indien geradelt. Ja, warum macht man eigentlich sowas? Just for fun und neue Erlebnisse sammeln, Eindrücke mit dem vom Reisen und natürlich die vielen tollen Begegnungen, die man unterwegs dann auch mit Leuten und Menschen erlebt. Wir fahren gerade durch den einsamsten Abschnitt unserer gesamten Reise. Es sind knapp 100 Kilometer quer durch die Wüste. Teilweise hatten wir auch abends so riesengroße Wadis, ganz für uns alleine, Totenstille. Wir sind dann die ganze Zeit mit Messern um mich rumgetanzt und wollten mir das Telefon aus der Tasche ziehen. Dann mussten wir da Wahrheit ins Auge schauen und die Tour dann unterbrechen. Wunderschöne Landschaft, alles sehr weitläufig, karge Steppen wechseln sich ab mit blauen Seen und Wäldern und Bergen. Genau 2000 Kilometer durch dieses unglaublich anstrengende Land geschafft. Da ging es mal richtig hoch auf über 2000 Meter und die Straßen waren dermaßen steil, da musste man das Fahrrad schieben und pressen und drücken. Den Berg hoch bis auf den Kamm und dann der Blick oben, das war phänomenal.